So, gegen Russian Splash in Face. Los geht's. Ich habe jetzt alle angenommen. Warum fragt er da? Haben die sich vertan? Naja. Besorgen sollte eigentlich nicht möglich sein. Habe ich vergessen, das wegzuschalten, Sebastian? Scheiße. Ja, dann habe ich es vergessen. Dann habe ich es vergessen. Ja, ich spiele zurzeit hauptsächlich den Lotfa E2 Sizilianer in Blitzen und in Online. War ich wieder ballen? Vorgestern war ich ballen. Und wenn das Wetter mitspielt, gehe ich morgen früh. Wenn es trocken ist. Das ist mein Workout zurzeit. Ein bisschen Basketball. Ein bisschen Steppen auf dem Crosstrainer. Ein bisschen Tischtennis spiele ich auch. Mit ein paar Leuten regelmäßig so draußen auf Steinplatten. Oldschool-mäßig. Aha. Springer G8. Okay. A5. Ich spiele ein bisschen schnell, ich bin noch gar nicht drin. Okay, greift mal Läufer an. Wenn ich Läufer A4 mache, Läufer E7, ich schlage, er schlägt, ist prinzipiell korrekt. Aber nach Dame D2, D4 kriegt er hier eventuell einen Springer rein. Ist das so schlimm? Läufer H4, Springer E3, Läufer D8, ne? Läufer H4, Dame B6. Damit C1. Ich glaube, es geht. Ja, ich hab mich vertan mit dem Berserken. Ich habe das, glaube ich, falsch eingestellt alles. Kann ich das noch ändern eigentlich? Kann ich das nur ändern? Ich habe das jetzt mal geändert. Ich weiß nicht, geht das mittendrin? Weiß das jemand, ob man die Regeln ändern kann mittendrin? Ah, danke für den Raid, Chris 1996. Dahinter verbirgt sich Christopher No. Da habe ich zufällig gerade kurz reingeschaut. Da hat aber nicht Christopher kommentiert, sondern zwei andere Jungs. Und es kann sein, dass Christopher gerade irgendwo ein Turnier spielt und seine letzte GM-Norm jagt. Bin mir nicht sicher. Da steht No Berserk allowed, also geht wohl. Hä? Christopher spielt in Warschau. Okay. Alles klar. Ja, er versucht seine letzte Game-Norm zu machen. So, mein Gegner denkt nach. Ich greife die Dame an. Es gibt Läufer E7, Dame B6. Andere Züge sind keine Gefahr. Läufer E7 wird getauscht, Dame D2, Dame B6, Dame C1. Dame B6 mit der Idee und der Idee. Damit C1 deckt den Bauern, C4 Schach kommt D4. D4 ist natürlich eine Idee mit der Idee Springer E3, aber ist, glaube ich, nicht so gefährlich wegen Springer. D2 Springer C4, Springer E3, Springer C4. Erstmal hier. Na? Er macht Dame B6, Dame C1, Springer. Ja, D4 gibt es, aber er ist auch sehr unterentwickelt. Ne? Also so leicht ist es nicht. Decke beide Felder. Ich drohe so ein bisschen H3 auch und Läufer F6, ne, hier reinzukommen. Ist auch ein bisschen unangenehm. Okay, D4 ist logisch, aber so viel würde das auch gar nicht drohen, wenn der Springer hier reinkommt. D4, Springer A3, Springer E3, Springer C4. Okay, er macht den. Jetzt ist natürlich C3 ein logischer Zug, oder? Nee, H3. H3. Nee, H3 macht da C4 Schach, ne? Aber ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist.
D4 geht da nicht wegen Springer schlägt D4. Springer D4, Dame D4 Schach, König H1. Okay, machen wir dann H3, C4 Schach, König H1. Springer F2 geht nicht, Springer E3 gibt es. Und dann ist aber Läufer F2 und fesselt den Springer. Läufer C5. D4, Springer D4. Boah, ist das kompliziert. Springer D4, Läufer D4. Nee. Also wenn H3 geht, ist es einfach gut für mich, weil dann muss er zurück. Man kann die Läufer F6 machen. H3, den hier. König A1, Springer E3. Okay, machen wir H3, C4, D4. Springer schlägt D4. Springer schlägt D4, Dame D4, König A1. Dann kann aber auch zurück wieder. Ultra kompliziert. H3. C4 Schach. D4. Springer schlägt D4. Springer schlägt D4. Dame D4. König H1. Jetzt hängt der Springer. Man stellt sich die Frage, ob der wirklich hängt. Springer E3, Läufer F2. Müsste den Springer gewinnen. Wenn ich mich nicht täusche. Springer H6. Läufer F2. Dame E4. Springer C3. Ich mache es kompliziert. Was mit C3? C3 ist die Alternative natürlich mit der Idee H3. D4 und dann halt Springer D2. Springer E3. Springer C4. Springer schlägt C4, D schlägt C4. Ja, komm, C3, um auf den mit dem zu reagieren. War mir jetzt ein bisschen zu kompliziert. Jetzt mal pupsen hier. Schon wieder echt am, königlich am Pupsen hier. So, wenn ihr mitspielen wollt, müsst ihr Mitglied in meinem Team sein. Es gibt noch eine Anfrage hier. Ich muss mal gucken. Die lehne ich ab. Wenn ihr aus dem Stream eine Anfrage sendet, dann schreibt bitte rein, dass ihr aus dem Stream seid. Das ist das Turnier. Und mein Team ist das hier. Eigentlich habe ich Lust zu spielen, aber ich merke, ich bin noch ein bisschen müde. Okay, was gibt es für Züge? C4, D4 bringt gar nichts. Er greift hier meinen Bauern an, aber. Es droht Springer schlägt E5 so ein bisschen, ne? Aber nicht wirklich, weil Läufer F6 am Ende geht. Ich glaube, das geht nicht. H3. Hä? Hat er was eingestellt hier? Wo will der Springer überhaupt hin? Also die Idee ist natürlich, Springer schlägt E5, Springer schlägt E5, Springer schlägt E5, den Bauern zu gewinnen wegen der Fesselung hier. Aber es gibt Läufer F6 hier mit Doppelangriff. Das kostet eine ganze Figur. H3, es gibt Läufer schlägt F4, Dame F4, Dame B2. Aber dann kommt Springer D2 einfach. Das ist Quatsch. Ich glaube, ich gewinne hier Material. Okay, H3, Springer E5, Springer E5, Springer E5, Läufer F6. Auf C4 Schach gibt es immer D4. Das bringt nichts. Springer D3, Läufer D3. Ich mach's einfach. H3. Greift den an. Habe ich gesagt, noch müde? Nee, ich bin ein bisschen müde. Schon wieder 2 Stunden, 2, 3 Stunden, nee, 2 Stunden Sport gemacht heute ungefähr. Gut, so super klar ist das nicht, auch wenn ich hier schlage. Er schlägt zurück, dann gibt es jetzt die offene H-Linie. Aber er kann nicht hier nehmen, wegen dem hier. Ne? Ich mache erstmal C3. H3. Und gucke, was er vorhat. G5 kann ich mit dem Bauern nehmen. Das geht nicht. Ne? Dann hängt der Läufer. Auf C4 Schach habe ich immer D4.
Das bringt nicht viel. Ja. Ich meine, ich drohe einfach zu schlagen, er schlägt zurück und dann Springer H2, ne? Auch. Mit Angriff auf den Bauern. Ja, natürlich Springer E5 hat er sowieso nicht, wegen Läufer F6. Ich glaube, er hat sich verrechnet hier. In der nächsten. Donbur, schön, dass du da bist. In der nächsten Woche haben wir ein Sub-Battle gegen Puff Morris am Donnerstag. Und wir machen eine Sub-Battle-Qualifikation intern am Montag. Ich werde mal wieder Montagabend an einem Montagabend streamen. Und genau, und da haben wir die Qualifikation am Start. So. Montag, genau. Und Donnerstag ist der Sub-Battle gegen Puff Morris. So ist es. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Sag mal, Leute, habe ich nicht ein bisschen Farbe bekommen? Ein bisschen hat mich die Sonne geküsst im Gesicht, ne, oder? Was meint ihr? Nicht ganz so blass wie sonst immer, ne? Sehe ich das richtig, dass du so gut wie gar nicht taktisch denkst? Strategisch? Naja, das ist Quatsch. Ich rechne in beide Richtungen natürlich. Er zieht den Läufer zurück. Das ist natürlich ein guter Zug, den habe ich übersehen. Man muss viel rechnen, Leute. Es ist super wichtig zu rechnen. Natürlich denk ich auch strategisch, ne? So, das Problem ist, wenn ich jetzt hier schlage, schlägt er zurück. Dann ist mein Springer angegriffen und der Läufer. Und die H-Linie ist offen. Aber vermutlich sollte ich trotzdem nehmen. Weiß ich nicht. Soll ich nehmen? Oder soll ich einfach Springer A3 spielen, mich weiterentwickeln? Aber. Ah, jetzt droht aber Springer E5 jetzt, ne? Nee, er droht ja nicht, der Läufer steht ja nicht mehr da. Ja, die H-Linie will ich eigentlich nicht öffnen. HG4, HG4, Läufer G5, schlägt auf F3, schlägt auf F3, öffnet die H-Linie. Nein. Also weiterentwickeln mit Springer A3. Wenn er C4 macht, kommt D4. Die Idee Springer C2. Und ja, irgendwann muss er natürlich den Springer nach H6 zurückziehen. Und dann nach F5. Ich mache Springer A3. Ich nehme den Springer nicht raus. Strategische Überlegungen, ja. Gott, wer will denn was von mir? Er denkt noch nach, ne? Oh, ich habe nur noch 3,13. Läufer D7, Springer C2. Mein Springer wieder vom Rand zurückbringen. Strategische Überlegung. Jetzt macht der Springer E7. Oh, jetzt das ist aber eingestellt. Ich nehme, er nimmt und dann nehme ich auf G4. Okay, das ist aber Quatsch. Jetzt opfert er hier eine ganze Figur. Und ich bezweifle, dass das korrekt ist, wenn ich ehrlich bin. Er hat zwar die H-Linie, aber auf dieser Diagonale passiert nichts. Ich habe immer D4. So, Springer G5 erstmal, ne? Wo ist das Matt? Ich sehe kein Matt. Ja, natürlich G3. Dann habe ich aber Turm F3 und hole mir den Bauern ab. Und ich kann die H-Linie absperren. Ich greife den G4 an. Auf C4 kommt immer D4. Das bringt nichts. Welche Partie war das jetzt hier? Cool Chess 80. Okay. Ich muss mich um tausend Dinge kümmern parallel. So. Nicht, dass ich die Partie hier noch einstelle. Ich greife den Bauern an. Ja, wie will er hier angreifen? Ja, er deckt den so. Jetzt kommt aber G3. Das kann nicht gehen. Also das geht da hinten vorne nicht. G3. Greift einfach den Turm an. Jetzt kriege ich den Bauern hier.
Er verdoppelt, aber jetzt kommt Läufer F3, deckt das Feld. Das kann nicht gehen. Das kann nicht gehen. Gut, man muss immer aufpassen noch, ne? Erstmal das Feld decken. Auf deinen habe ich immer D, ne? Das droht gar nichts. Und ich sollte eventuell D4 auch spielen, damit der nicht kommt und den Läufer abtauscht. Wobei ich kann immer Springer E4 spielen. Ja, Dame dahin. Deckt die zweite Reihe, alles gut. Läufer D3, Dame D3, C4 Schach. Geht nicht wegen Dame D4. Bringt nichts. So, ich darf jetzt nicht irgendwie mich auf den letzten Metern verarschen lassen hier. Es sieht natürlich gefährlich aus, aber das ist eine ganze Figur mehr. Tja. Auf C4 kommt D4. Es gibt Läufer schlicht D3, Dame D3. Den hier mit Schach. Aber dann habe ich Dame D4. Stellt die Dame einfach zwischen. Turm H2 ist eine Idee, aber darauf habe ich Turm F2. Ich muss auch nicht nehmen. Ich kann auch Turm F2 spielen einfach. Und den Turm tauschen. Turm schlicht F2. Dame schlicht F2. Läufer D3. Ja, es gibt einen Bauern ab. Okay, Turm H2. Ich nehme, er nimmt, ich nehme. Läufer D3. Ist nicht so klar. Ich kann natürlich auch Läufer G2 spielen. Turm H2, Läufer G2. Und dann Springer F3 zurück und mit Mann und Maus verteidigen. Dame A6 greift ihn hier an. Okay. Verstehe. Vernünftiger Zug, vernünftige Idee. Gute Möglichkeit. Was mit C4 eigentlich? Er nimmt, ich nehme, er nimmt. Dann kann ich die Damen tauschen. Aber warum soll ich so viel Material geben? Oh, den hier. Öffnet aber ein bisschen viel. Gibt ihm, wahrscheinlich ist es gewonnen einfach mit C4. Ne? Das ist ein Computerzug. Das ist ein typischer Computerzug. Ich mache den hier. Er nimmt hier raus. Springer A3, greift den Läufer an, sperrt die Dame ein. Läufer C6. D4. Ja, komm. Nicht zu lange nachdenken. Ich denke viel zu lange. Wir spielen 10 plus 5, ne? Ja, okay. Unnötig. Okay, er kann hier nehmen, aber dann kommt Springer A3. Mit Angriff auf den Läufer. Und die Dame ist auf A2 natürlich komplett vom Geschehen weg. Dame A2, Springer A3, Läufer C6, D4. Bevor D4 kommt. Wobei D4 ist eigentlich keine Drohung, wegen Springer E4 immer. Läufer C6, Dame C2 mit der Idee Turm A1. Würde die Dame fangen, ne? Also Dame A2, Springer A3. Läufer A4 geht noch. Turm A1, Dame B3. Und dann Läufer D. Was macht er denn? König F8. Na gut. Ja, deckt mal einfach den Bauern fertig. Er droht ja nichts. Warum denke ich so lange nach? Jetzt macht er irgendwelche Züge. Mache ich Läufer G2, Springer F3, deck alles ab. Wo will er damit hin? Ich weiß es nicht. Ich mache mal Turm E1, gehe aus der Fesselung. Und verteidige halt mit allem, was ich habe. Ich will D4 spielen irgendwann. Jetzt macht er D4, okay. Jetzt habe ich aber Springer E4 in dieser Stellung. Mit der Idee. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, was ich spiele. Ich hätte auf D4 einmal nehmen sollen, vielleicht. Wobei, ist eigentlich total egal, was ich hier mache. Ist alles gewonnen. So, einmal rausnehmen.
Der Läufer deckt dieses Feld, solange er das deckt. Es ist Springer B4 tauscht Material. Läufer B4, Dame B4, Läufer E4, Turm E4. Turm H2 kann er höchstens machen. So, ich will Material tauschen, deswegen habe ich Springer B4 gespielt. Turm H1 muss man immer berechnen, kann ich einfach nehmen, solange der Läufer hier steht. Er hat 18 Sekunden noch. Auf Läufer E4 mache ich Turm E4. Der Bauer hier ist auch ein Kind des Todes auf Dauer. Er macht Turm H2, hängt aber leider die Dame. Keine gute Idee. Gut, letztendlich souverän gewonnen, ne?